Terrorzelle lebt offensichtlich geschmacklose, menschenverachtende Scherzchen, denen jeglicher Witz fehlt. Eine Abfolge von Hasstiraden und Hasspredigten, das Schwelgen in Gewaltfantasien, sich einmal mehr an persönlichen Beleidigungen und Unterstellungen zu ergötzen. Man fragt sich unwillkürlich, wo jemand ein derart menschenverachtendes Vokabular aufgeschnappt haben mag. Der Anspruch auf die absolute Deutungshoheit über die Linksseinigkeit jedes Menschen, die eigene grundgesetzfeindliche Gesinnung hervorheben und das verhasste Land, in dem man lebt, noch mit den vulgärsten Gossenslang durch den Schmutz ziehen, um allen zu zeigen, wie sehr man auf Dinge scheißt, die allen anderen Menschen um einen herum etwas bedeuten. Der Sprecher scheint generell über sehr wenig Sachargumente zu verfügen. Keine Fakten, keine Quellen, nur der blinde Glaube. Sie verherrlichen hier ernsthaft den Staatskapitalismus der DDR. Das Problem mit unserer Muttersprache. Das Erlernen der deutschen Sprache wäre sicher eine nützliche Bereicherung bei der Tätigkeit als Videoproduzent. Sätze, die selbst nach dem 100. Mal anhören, keinen Sinn ergeben. Das atypische Verhalten aller Verschwörungsmystiker, Extremisten und Fanatiker. Extrem eintöniger, teilweise widerlicher Ad hominem-Argumente, die nerven tierisch. Wie kommt man auf derart abstruse Gedankengänge? Ist der Sprecher mental im 19. Jahrhundert hängen geblieben? Wer hat den Sprecher dazu befugt, Menschen in Fraktionen einzuteilen und ihnen die Label kommunistisch und antikommunistisch auf die Stirn kleben zu dürfen?